Hi Leute, willkommen bei Yggdrasil. Heute eine Spezialfolge. Ich werde euch ganz viele verschiedene Sachen zeigen, zum Beispiel Szenen, die das Internet noch nie gesehen hat, die ich nie veröffentlicht habe, die ich für mich gefilmt habe. Wir werden uns Tiervideos angucken von Tieren, die ich mal gefilmt habe. Und ganz am Ende des Videos werden wir was richtig, richtig Leckeres kochen. Vegetarier und Veganer sollten jedoch abschalten, denn heute ist das Thema Fleisch. Und Terence meckert wieder rum. Na, Terence, was gibt's zu sagen? Hallo? Oft habe ich es schon erzählt, und viele wissen es, dass ich nicht immer eine Kamera dabei habe, wenn ich zum Beispiel Survival-Training absolviere oder ja, mit Freunden im Wald bin. Doch die Aufnahmen, ja, die kann ich ruhig mal zeigen. Ich hoffe, es gefällt euch zu sehen, was ich so in meiner Freizeit mache. Und natürlich sind auch einige Sachen dabei, die in Yggdrasil landen sollten, es aber nicht geschafft haben. Also viel Spaß! Das sieht gut aus. Ja, da war ich mit meinem Bruder, mit meinem Cousin Michael im Wald und wir haben versucht, eine Bude zu bauen. Die wurde allerdings nie fertig, weil jemand sie abgerissen hat. Schade. Aber war trotzdem ein schöner Tag und ist natürlich auch gut für den Körper. Bisschen sportliche Aktivität. Hier ein Stock rein, dieser fette Stock hier nicht wegrutscht. Er haltet unser Mast auf. Sortig baut jetzt gerade die Haltung irgendwie besser, oder? Oder was machst du da gerade? Ich das lege. Ja. Hier am besten so. Super. Okay. Also hier kommt das Gerüst dran. Ja. Du willst es krumm haben? Bin am überlegen. Ich weiß nicht. Vielleicht machen wir auch gerade Linien. Ne? Das habe ich auch vorgehabt. Eins von beiden. So ein schöner gerade Dach. Ja. Oder ein geraden Dach. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Stöcker. Alles klar. Die Sicherung. Alles klar. Die Nacht bricht rein. Wir haben erstmal das Gerüst fertig mit richtig dicken, schweren Stämmen. Der Grundbau ist schon mal erschaffen worden. Morgen machen wir dann das Skelett und vielleicht noch mehr. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal ins Camp zurück und schlafen eine Runde. Und morgen geht es weiter. Einfach schön Sonnenuntergang gucken. Auf dem Weg zum Camp. Ein bisschen Walnüsse essen. Ja, und dann sind wir schon am Überlegen, was wir morgen alles machen. Ja, der Gerüstbau, also der Grundgerüstbau ist ja soweit fertig. Wir müssen den Boden noch frei machen, dass er schön erdig ist. Kleinigkeiten hinzufügen, kleine Stöcker sammeln, große Stöcker noch sammeln, Laub sammeln und so weiter. Rinde. Ich möchte vielleicht noch eine kleine, einen Zaun machen. Ja, einen Zaun könnte man vielleicht noch machen. Ein kleines Holzlager, wo man immer wieder Holz reinschmeißt. Genau. Vielleicht noch einen Lagerfeuerplatz, so mit Ofen. Dass man nicht den Ofen, sondern so eine, wie so ein Rauchabzug wird mir schon reichen. Rauchabzug, genau. Ein Rauchabzug. Ja, also wenn ihr Bock habt, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und zieht euch diesen Sonnenuntergang rein. Das war erstmal heute nur der Auftakt. Puh. Ja, schnell dunkel geworden, aber wir haben was geschafft. Ja. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr auch mal bei Active Jam reingucken. Das sind die beiden. Die machen auch ziemlich viel. Einmal Michael und einmal Andi. Genau. Die werden auch das Projekt extern noch ein bisschen filmen. Da habt ihr noch ein paar andere Blickwinkel. So, ab ins Camp. Einige Tage später dann. Heute mal wieder aus dem Wald. Und wir haben hier das Schaboxkraut gefunden. Kann man denn hier noch eine Blüte sehen? Na, die sind alle noch nicht so offen. Bildet halt komplette Teppiche aus unter Bäumen. Feuchtes Gebiet hier, ne? Dieser tote Fluss. Machst du? Ich mache mir eine kleine Schippe und dann grabe ich die Wurzeln raus. Ah, okay. Ja, weil wir wollen halt so ein paar Kräuter sammeln und so, ein bisschen vielleicht trocknen und dann mal gucken, was wir daraus machen. Müssen wir nur gucken, wo wir hierher gehen. Ich zeige euch das mal. Einfach rüberklettern. Hier können wir durch irgendwie oder hier über den Baum. Einfach rüber balancieren. Ja.
Weil da hinten, das sieht richtig urig aus, das Gebiet. Hä, was? Ja, warte, ich komme. Oh, das war knapp. Warte. Jo, ey, was Alter, ist das? Der ist geht echt ganz durch. Hä? Hier, so, so, dann so und da. Bap. Das ist echt komisch, Mann. Das ist ja interessant, dabei, ey. Wo ich das einpacken kann. Der ist richtig so voll weich auch, ne? Als ob man den irgendwie gebogen hätte, ne? So. Das ist natürlich jetzt voll weise, die Kamera in der Hand zu halten, wenn ich das mache. So. Komm rüber! Ja, er hat gerade auf. Ist auch gut zu wissen, ne? Ja, er hat gerade Gundermann gegessen. Und wenn man nicht weiß, was man da isst, ne? Zum Beispiel, was weiß ich, habe jetzt hier so ein Blatt, dann kann man halt drei Tests durchführen. Das eine ist ein bisschen zerreiben und mal riechen, das ist der erste Test. Ja klar, auch angucken, ne? Aber zerreiben und riechen. Dann auf Haut machen, irgendwo an eine empfindliche Stelle, nicht zu empfindlich. Also hier unterm, beim Handgelenk oder so. Und der dritte Test ist dann halt vorsichtig schmecken, ob das irgendwie bitter ist oder so. Und wenn alle drei Tests gut verlaufen sind, könnte die Pflanze natürlich essbar und gut sein. Aber das muss man natürlich, jeder auf seine eigene Gefahr. Ich empfehle das natürlich nicht. Aber in einer Überlebenssituation, wo man wirklich essen muss, ja, das soll man machen, ne? Wenn man sich nicht auskennt, muss man das halt riskieren. Das ist eine gute Pflanze auf jeden Fall. Ja. Und wir haben hier extra so ein Pflanzenbuch mit, aber ich will da gar keine Werbung machen, das ist schlecht. Also, das ist echt. Wie gesagt, du kannst dir mein Buch mal ausleihen. Ich hab ja auch eins, weil ich kenne auch nicht jede Pflanze. Hier wächst. Ne? Hm? Hier wächst Himbeeren. Himbeeren? Zeig mal, ja. Himbeeren ohne Stacheln, das ist halt. Ja, wie gesagt, Leute, wir gucken uns ein bisschen um. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr so erlebt habt. Es ist ja jetzt wieder richtig schön. Richtig schön Sommer, da kann man auch eine Menge. Hast du weggeschmissen? Hast du? Weggeschmissen? Ich hab Bock, das zu essen. Hast du den nicht wiedergegeben? Ja. Na, haben, bis gleich. Wenn wir Glück haben. Noch. Ja, der Baum blüht noch. Hier ist ein umgekippter Baum, wo wir halt über den Fluss zurückkommen. Na, Fluss, kleinen Bach. Ja, wir haben jetzt ein paar Pilze gesehen, aber ich muss hier aufpassen, der Boden, da sackt man richtig ein. Das ist ein bisschen so, ja, so wie Moor. Über Pilze möchte ich aber nicht wirklich Videos machen, also das ist mir viel zu gefährlich, ey. Die kann man viel zu leicht verwechseln und dann ist vorbei. Ja, willst du rüber? Ja, aber nicht erstmal mit dem Buch, das ist ja nicht meins. Ja, heute wie gesagt ganz normal ein schöner Spaziergang im Wald. Ach, da unten der Baum. Ja, okay, stabil. Ja. So, da oben, das gefällt mir auch nicht, ey, die ganzen Bäume alle umgekippt. Einmal knack und dann hast du noch einen Kopf. Ja, jetzt mit Kamera hier, ey. Kannst du mal die Kamera nehmen? Ja. So. Hier am Feld haben wir halt gefunden die Taubnessel, ja, Löwenzahn gibt es ja überall, Brennnesseln, Giersch hier, ne? Also, aber es ist ganz schön windig hier, darum möchte ich hier jetzt nicht so lange aufnehmen. Ja, aber was hier alles wächst, ne? Und vor allem Giersch, für die meisten ist das übelste Unkrautzeug, weil die sagen, boah, wenn das einmal wächst, dann wirst du es nicht mehr los, aber juhu, der letzte Akkustreifen. So eine Farbe. Ein Regenbogen. Hast du ein Ladekabel dabei? Achso. Darüber? Ein doppelter Regenbogen! Ja, und da war der Akku dann leer. Was ich über den Giersch sagen wollte, ist folgendes, dass man den super für Salate etc. pp. Verwenden kann. Und er gar kein Fluch ist, sondern eher ein Segen. Denn um ihn loszuwerden, muss man ihn aufessen. Ist doch gut, oder? Und noch einmal, einige Tage später. Hi Leute, willkommen bei Yggdrasil. Heute mal eine spezielle Folge. Lass dich überraschen. Schöner Ausblick hier.
Oh, damals habe ich also schon gewusst, dass das eine Spezialfolge wird. Interessant. Schätzt ihr, wie hoch wir über Meeresspiegel sind? Ich sag 230. 333. 333. Ja, das ist mein Fahrrad. Mein schönes. Willst du einer kaufen? Verkaufe ich. Für 1 Euro. So, wir gehen auf jeden Fall. Ah ja, das da ist übrigens hier der Dingens. Ne? So, wir gehen gleich da lang, dann gehen wir hier in den Wald rein. Ja. Und dann werden wir eine Menge Spaß haben, stimmt's? Yay, yeah, Spaß! Yay! Yeah. Yeah. So, wir haben jetzt hier so einen schönen Wanderweg. Wir wandern jetzt einfach mal ein bisschen hier rum. Kleine Pause, erstmal was trinken. Ne? Um, welche Richtung wollen wir gleich? Geradeaus. Da, ne? Gucken wir mal. Oh, vielleicht können wir hier noch ein bisschen was sammeln. Bisschen irgendwie was für die Feuerbox, weißt du? Ein bisschen Harz oder sowas. Müssen wir mal gucken. Ah, warte mal, ich glaube. Das war ein Spaß. So ein Spaß. War ordentlich hoch, ey. Locker 20 Meter. Sieht gar nicht so hoch aus, der Baum. Wir waren über 20 Meter. Ja, ordentlich. Hat richtig Spaß gemacht. Schön in der Natur klettern, erst. Hier haben wir natürlich schöne Rehe gefilmt. nein, das erwartet euch später, denn ja, fast zum Ende des Videos kommen noch schöne Tiervideos, ja. Okay, weiter zum Video. Aber schön, oder? Was? Ja, ich hab was Gutes. Und zwar hier. Das ist eine Kugel gemacht, guck mal. Was das ist? Pack mal. Das ist nicht diese. Das ist Löwenzahn. Ja. Ja. Ehrlich? Ja, das ist Löwenzahn. Das was ist für ein Löwenzahn? Hier diese Samen. So, ich habe hier Birkenrinde gefunden. Verdammt viel, verdammt gut. Verdammt viel. So viel. Sonst habe ich nur so ein paar Schnipsel immer. Jetzt voll schön mit dem Feuerzeug. Könnten wir auch mit Funken machen. Müssen wir nur pulverisieren. Ich will jetzt einfach nur noch ein Feuer haben. Okay. Das sieht gut aus. Hol mal ein paar Stöckchen. Ein paar dickere. So, hier ist noch richtig schön Rinde mit bei.
kann ruhig alles weg hier. Na. Was sind eigentlich diese komischen Pilze, die ich eben gefunden habe? Pilze? Ja, die brennen auch ewig lang. Ach, die Kohle-Dinge. So. Tada. Das sieht doch super aus. Es ist so warm am Feuer, ich zeige euch das mal. Warm am Feuer? Echt, du schwitzt ja voll. Ja, ey, aber... Von der Flamme. Das ist so unglaublich. Warm. Wir haben ja eh heute so 30 Grad. Nein, 28, 25. Boah, ist das lecker. Mmh. Das schmeckt richtig gut. Ein bisschen noch. Lass sie dir schmecken, mein Bruder. Vielen Dank, mein Bruderherz. Ich hoffe, du genießt die Wurst. Kein Hass. Frieden. Peace, Bruder. Jawohl. So. Ja, fertig mit Grillen. War echt lecker. Für Mettenten, ein bisschen Bratwurst, ein bisschen Baguette mit Knoblauch und Kräutern. Ja. Und jetzt heißt es ab wieder nach Deutschland. Denn wir sind hier, das ist natürlich ganz klar, ihr wisst es alle, mitten in Skandinavien, wo das natürlich erlaubt ist, das Feuer machen im Wald. Ne? Also fahren wir jetzt wieder nach Deutschland. Ne? Mit dem Fahrrad schön übers Märchen rüber tuckern. Ja, wir haben halt so Tretbootfahrräder. So. Puh. Gerade eine Ecke raus. Ja. Noch ein bisschen. So ist gut. Dass es halt nicht zu dünn ist. Dann kannst du da super den Harz mit abschaben. Boah, guck dir das mal an hier. Ja, warte gerade. Jetzt sind wir ruhig gerade kurz. Warte doch mal. So, hier. Das ist Harz, desinfizierend halt auch, ne? Ich zünde das mal an. Oh, wie das riecht, ne? Richtig intensiv, ey. Das riecht auch gut, finde ich. Ja, dann überleg mal, wenn du jetzt hier so einen Stöcker hast, ne? Du hast dir schnell ein Feuer gemacht. Mit ein bisschen Harz und Birkenrinde. Ja, mal gucken, wie lange das brennt. Wo ist er denn? So, das hat jetzt hier, keine Ahnung, 2 Minuten oder so gebrannt. Ordentlich, ne? Ah, hier die ganzen Zapfen, ich sag mal die Blätter hier, meine ich. Die verbrennen jetzt hier aus, riecht schön. Ist nur blöd, wenn du das jetzt austreten willst, dann hast du überall das Harz. Brennt auf jeden Fall super. Ich lasse den Stock mal hier lieber auf dem Wegesrand liegen. Start! ich muss hier ein bisschen. Ah, der ist morsch.
letztes Mal ging es schneller. Warte, ich nehme dir die Kamera ab. Na, dann komm mal hoch. Ja, ganz schnell. Ich hätte jetzt liebend gerne Action Cam. Ja, der ist morsch. Test, ob der wirklich morsch ist. Geh mal mit dem Fuß direkt. Ja, warte, muss ich ein bisschen höher. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man nur eine Hand hat. Jawohl. Das ist wirklich ein geiler Baum, Mann. Und Kinder macht das nicht nach. Kinder sitzen lieber an ihren Smartphones und klettern da mit ihren Helden auf Bäumen. Das stimmt. XP. So, Kamera ist jetzt schon mal im Mund. Toll, ne? Hallo. Bist du noch auf? Ja, ich nehme noch auf. Das kannst. Ja, kannst du die mal nehmen? Aber Vorsicht, der Griff ist nass. Scheiße. Der ist nass. Abse, Abse. War das war? Ich bin mit kleinen Finger rangekommen. Uck, uck. So Leute, ich habe hier noch einen Mora mit Feuerstahl und Diamantschleifer. Kostet ca. 35 Euro und gehört meinem Bruder. Hat auch diese schönen Farben, dass wenn man es fallen lässt. Oh mein Gott, da ist ja mein Messer, denn es ist so hell am Leuchten. Ja, das ist voll die natürliche Farbe. Natürliche Farbe, ja. Die neuen Katzen, die so rumlaufen. So. Garfield zum Beispiel. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr... Hau da nicht so drauf. Rum. Ja, stumpf wird. Das wird stumpf. Nein, mein Bruder zeigt euch jetzt natürlich, was man damit machen kann. Viel Spaß. Auf Wiedersehen. Du musst aber noch hier den Schleifer zeigen, ne? Ja. Oh mein Gott. Was ich aber gut finde ist, dass der Feuerstahl ziemlich dick ist. Aber empfehlenswert ist dabei natürlich, wenn man von der Birkenrinde das Pulver abschleift, das auf eine Rinde legt, am besten als Platte, also ich sag mal als Holzplatte, kann man die Funken rausschlagen und somit kann man direkt einen Feuer starten. Du meinst das Magnesium abkratzen, so ein bisschen? Ja, ja. Und dann? Na, das musst du nicht mal, ja. Aber es ist ordentlich. Okay. Ist okay. Scharf ist es auch. Ja. Wir können das mal gerade vorführen. Mal einen Finger schneiden. Können das mal gerade vorführen? Nee, ich kann euch was zeigen. Hier, sieht man das? Die Narbe. Beim Kokos noch schälen und Kokosfleisch rausholen. Schick. Ja, ist aber keine Fulton-Klinge, glaube ich, ne? Die geht bis hier, oder? So. Ja, also, ich glaube so. Die Klinge geht ungefähr bis, was weiß ich, irgendwo hier. Aber ich glaube, das kriegt man nicht so leicht kaputt. Nee. So, auf jeden Fall, Mora ist eine super Marke. Ja, hab da wieder ein Messer gesehen. Wir gehen ja jetzt mitten durch, komm. Ach, ey. Ja?
Ja, ist ganz schön lecker. Ganz schön kaputt. So, guck mal hier. Boah, es geht richtig steil ab. Das sieht man auf der Kamera gar nicht so. Müssen wir jetzt eher links oder eher rechts? Ich glaube, da vorne mit. Wir müssen halt geradeaus runter. Ah. Weil da, der Weg geht ja eh nach Kurve. So. Kann man das so sehen? Ja. Man sieht es nicht, dass es so steil ist. Lass uns einfach rennen, dann sind wir schneller unten. Sind wir schneller unten? Ja, das ist immer schneller unten, ist schon klar. Aber was kommt alles unten an? Das ist zwei Arme und ein Kopf. Die kommen da angekugelt. Und die Box denke ich mal. So, dann wollen wir mal. Dann hört man noch die Musik. Ja. Oh. Ich sehe nur noch, vor mir ist das, wo drüber springt, sehe ich auf einmal die Kuli hier. Ja, das ist lustig. Oh, ich liebe das. So, da hinten müssen die Fahrräder sein. So, da geht es jetzt auch mal hoch. Aber ich denke mal, da kommen wir nicht rein. Brauche ich doch noch eine Hand? Ja, ein Schloss. War klar. Ja, klar. Ja, aber egal. Die Aussicht ist doch schön. Ich kann unmöglich so filmen. Also, ich versuche mal mit einer Hand zu filmen. Hier. Oh. Wow! Wow! Oh. Okay, die Kamera ist noch heile. Ja. Alter Schwede, ich hab die nur noch am Akku festgehalten, ne? Nur noch am Akku. Ich dachte gleich fällt sie. Ich hab mir schon geguckt, wo schmeiß ich sie, in welchen Busch. Hauptsache, du fährst sie so ganz langsam auf einmal, komm ich so. Ey. Das, ja, das ist keine gute Idee, beim Fahrradfahren bei dem Berg da zu filmen. Was hat der verloren? Handy? Kann gut sein, dass er Handy verloren hat. Ha. Noch, oh mein Gott, wen hat man denn da getroffen? Hallo. Wie geht es Ihnen? So, das war's von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Dieser Zusammenschnitt aus einigen Videos. Ja, wir gucken jetzt noch einen schönen Film. Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit, Teil 2. Teil 1 haben wir letztes Mal geguckt. Und ja, ich wünsche euch alles Gute und nutzt die Sonne. Wir haben nur eine. Nein. Wir sind noch lange nicht fertig. Jetzt kommen erstmal die schönen Tiervideos. Vielleicht haben sich ein paar Leute von euch darauf gefreut. Jetzt gucken wir uns schöne Tiere an und danach, geht es auch um Tiere und um Fleisch. Es wird auf jeden Fall lecker.
Kommen wir jetzt zu einem heiligen Moment. Hier muss ich einfach reinquatschen. Hier sind die Wölfe und sie haben Nachwuchs. Und nicht nur, dass ich sie jetzt endlich mal gesehen habe, denn ich war schon öfter in dem Tierpark in Bielefeld. Nein, später haben wir auch noch zusammen geheult. Naja, ein bisschen. Zumindest haben die Wölfe sehr laut geheult. Ich zeig's euch mal. Schade, dass so viele Menschen dort waren. Ich hätte das Wolfsgeheul liebend gerne ohne menschlichen Krach. Aber was soll man machen? Das ist halt ein Zoo. Aber ich muss schon sagen, wunderschön. Ich liebe Wölfe. So neben Krähen und Komodowaranen gehören die zu meinen Lieblingstieren. Ja, und das war's auch schon. Das war der kleine Ausflug im Tierpark Bielefeld. Das hier ist übrigens ein Vielfraß. Total süß, oder? Niedlich! Ja, und genauso niedlich ist auch unser nächstes und letztes Thema. Wir werden ein leckeres Steak zubereiten, ein Entrecote-Steak. Dann seht ihr mal, wie der Sorte sein Fleisch ist. Ja, das waren auf jeden Fall schöne Tiere. Und wir haben natürlich eins von den Rindern mitgenommen und das zu einem guten Fleisch verarbeitet. Nein, natürlich nicht. Das ist ein Entrecote-Steak. 4 Stück an der Zahl. Ich habe bezahlt 40,65 € vom Rewe. Ja, und ich werde das gleich mit diesem Ghee, das habe ich auch selbst gemacht, werde ich das braten. Ich werde Pfeffer, Bärlauchsalz verwenden zum Würzen und
und ein wenig, möchte ich jetzt nicht zeigen, Knoblauch. Ist das schon geschnitten, denn Knoblauch zerdrückt man nicht, wegen den Ölen und so weiter. Aber ich denke mal, das wisst ihr alle, Knoblauch nur schneiden. Falls ihr eine Knoblauchpresse habt, ganz schnell weg in den Müll damit. Ja, ich habe eine stinknormale Pfanne, die jeder zu Hause haben sollte. Eine schöne große. Die werde ich jetzt erstmal richtig erhitzen. Ne? So, dass die richtig heiß ist. Wenn ihr da reinpackt, macht es Aua. Dann kommt das Ghee da rein, dann kommt das Fleisch da rein. Ja, das machen wir jetzt. Jetzt lasse ich die Pfanne erstmal richtig heiß werden. Dann, wie gesagt, kommt das Ghee rein. Und dann unser Entrecôte-Steak. Ich mache das jetzt mal auf hier. Scharfes Messer habe ich auch schon bereit. Gucken wir uns das gute Stück doch mal an. Oh, dieser Geruch alleine schon. Das sieht gut aus. Das, oh mein Gott. Ja, feucht ist es auf jeden Fall. Also es ist nicht zu feucht. Das ist eigentlich perfekt. Guckt euch das mal an, was das für dicke Monsterstücke sind. Also das ist unglaublich. Oh mein Gott. Ja. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal einen Teller rausgeholt, weil wir lassen das natürlich jetzt nicht so scharf anbraten. Wir werden versuchen, dass es irgendwie medium rar ist. Das bedeutet so 52 Grad Temperatur da drinnen. Ob wir das hinkriegen, weiß ich nicht, weil ich habe kein Thermometer. Aber schaffen wir schon. Ja, und wir werden jetzt auf jeden Fall das Fleisch vorher salzen. Nicht nachher. Wir salzen das vorher, wir pfeffern es nachher. Da das Steak für jemanden ist, der pfefferallergisch ist, pfeffer ich es gar nicht. Aber egal. Mein Bärlauchsalz kommt da jetzt gleich drauf und wegen der Osmose müssen wir uns ein bisschen beeilen, sonst zieht das Salz die Feuchtigkeit aus dem Fleisch raus und das möchten wir nicht. Wir wollen keine Schinken produzieren. Das bedeutet, so, einmal hier, schön Salz draufstreuen. So, das reicht schon. Und wir nehmen, ich habe hier das Rapsöl. Wir nehmen ein bisschen Rapsöl. Das reicht schon. Und verschmieren das Ganze. Schön einmassieren. Das Fleisch so behandeln wie euren Partner, den ihr über alles liebt. So muss das sein. So, von der anderen Seite machen wir das einfach später, ohne so viel Liebe. Es reicht, wenn man eine Seite ganz, ganz doll lieb hat. Und jetzt nehmen wir unser Ghee und geben das in die Pfanne. So. Die Pfanne ist richtig heiß. Das ist nämlich ganz wichtig, dass die Pfanne sehr, sehr heiß ist. So. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Und nun kommt das Fleisch mit der gesalzenen Seite rein. Oh, hört euch das an. Mit der Hand leicht draufdrücken, nicht zu doll. Und dann einfach mal, ich sage mal so 80 Sekunden vielleicht. Und dann mal gucken, wie es aussieht. So, jetzt können wir einmal gucken. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Das hat was Leckeres. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, es gibt so ein bisschen laut gerade. Der Maillon-Effekt bedeutet, dass es angebraten sein muss. Also, wenn ihr das Fleisch in der Pfanne habt, nicht immer hin und her bewegen, ne, achtet auf den Maillon-Effekt. So, wir drehen das einmal noch mal kurz, um zu gucken, was jetzt mit der anderen Seite ist. Aber so, dass es nicht mehr an der Pfanne haftet, das ist ganz wichtig. Sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Kann auf jeden Fall noch, die Hitze ist immer noch auf sehr, sehr hoch eingestellt. Wir drehen die gleich runter, dass das Fleisch in Ruhe garen kann. Und dann kommt auch der Knoblauch. Den Knoblauch packe ich hier einfach irgendwo an der Seite ins Öl, dass das ganze Öl so ein bisschen nach diesem, ja, sag mal, nach dem Knoblaucharoma schmeckt. Dann packe ich den Knoblauch oben drauf. Ihr werdet es gleich sehen. Auf jeden Fall ist das dann ziemlich, ziemlich lecker und saftig. Und ich habe schon so einen Hunger. Ah, gibt es was Besseres? Nein. So, nochmal leicht draufdrücken, nicht zu doll, sonst drückt er den ganzen Saft vom Fleisch raus. Und der Saft, der ist auf jeden Fall das Gute am Fleisch. Niemals doll drücken, immer nur ganz zart. Oh, guckt euch das an. Aber hier seht ihr diese Ausbuchtung da, die muss natürlich noch.
Das Fleisch würde ich aber niemals öfter als dreimal wenden. Ja? Wir haben jetzt einmal Kontrolle gemacht. Also nicht, dass ihr das zu oft wendet. Das ist genau wie beim Grillen. Je öfter man das Fleisch wendet, je lascher schmeckt es. Zumindest kommt mir das so vor. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr seid freie Menschen. Okay. So, ich habe jetzt die Temperatur runtergedreht. Ihr seht von der Seite hier, das ist richtig schön. Könnt ihr mal gucken. Hier, ja. Lecker, lecker. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ich mag es halt, wenn es schön knusprig ist. Jetzt kommt der Knoblauch hier ins Öl. Und er wird später schön aufs Fleisch verstrichen, dass man ein schönes, leichtes Knoblaucharoma hat auf der äußeren Hülle. Das mag ich immer ganz gerne. Na, aber vielleicht sollte ich einen Löffel nehmen. Ich glaube, das klappt da ein bisschen besser. Ja. Und gleich wird es dann zum letzten Mal gewendet. Wir lassen das jetzt erstmal ein paar Minuten. Je nach Gefühl, wie gesagt, wenn ihr einen Thermometer habt, dann könnt ihr gucken, dass das Fleisch innen drin so 52 Grad hat. Habe ich, glaube ich, eben schon gesagt, dann ist es so medium rare. Und ich glaube, so ab 57 Grad müsste es well done sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber das muss jeder selber wissen, wie er sein Fleisch haben will. Ne? Auf jeden Fall ist das der absolute Tipp, wie man es perfekt würzt. Riecht auf jeden Fall sehr gut. So, ich habe das Fleisch jetzt noch so ein bisschen in der Pfanne hin und her gewendet, dass es auch viel von dem Knoblaucharoma abbekommt. Ja. Und weil ich kein Thermometer habe, muss ich es leider jetzt mal anschneiden und nachgucken. Na, erstmal hole ich es einmal aus der Pfanne. So, ich habe jetzt leider kein hübsches, schönes Brettchen und keinen hübschen, schönen Luxusteller. Perfekt. So, dann probier mal. Wie schmeckt's? Boah, das ist geil. Ja? Mm. Oh, Gott sei Dank. Voll lecker. Mm. Gott sei Dank. Boah, ist richtig lecker. Siehste. Als nächstes ist dein Steak dran, lieber Kameramann. Ich finde ja Fett echt eklig, aber das ist echt geil. Ja, sogar das Fett schmeckt sogar bei dem. Sogar das Fett schmeckt. Ja, so sieht das aus, wenn ihr euer Entrecôte Steak eurer Freundin serviert. Mhm. Der Teller wird leer. Innerhalb von 2 Minuten. Wenn ihr das perfekte Ergebnis haben wollt, müsst ihr das Fleisch noch ein bisschen irgendwie ziehen lassen, so 5 bis 8 Minuten, würde ich sagen. Außer ihr seid ungeduldig wie ich, dann tut ihr es nicht. Ja, in Alufolie oder was auch immer. Aber wir wissen ja, Aluminium ist Gift, ne? Aluminium ist voll. So. Das nächste Stück ist fertig. Und hier ist halt die Sache, möchtest du normales Pfeffer oder Chili-Pfeffer? Sowohl als auch. Dann nehmen wir nur Chili-Pfeffer. Oder ist das hier ohne Pfeffer? Nee. Nehmen wir beides ein bisschen. So, da kann man ruhig viel nehmen. Ich könnte jetzt hier noch eine halbe Tonne drauf kloppen. Weil ist ja nur die äußerste Schicht. Je nachdem, wie man sein Fleisch dann essen möchte. Aber wir wollen den Geschmack vom Fleisch nicht so verfälschen. Ich mache das jetzt mal von beiden Seiten. Weil du magst es. Du magst es ja extrem würzig. Und ich weiß nicht, was du jetzt machst, ob du jetzt ein paar Minuten warten möchtest, so, sag mal so 7 Minuten, oder ob du sofort essen willst. So. Du kannst theoretisch jetzt schon essen, aber wenn man, ich sag mal, hohen Wert auf Perfektionismus legt, sollte man so 7 Minuten das Fleisch nochmal schön ziehen lassen, damit die ganzen Säfte sozusagen wieder dahin rutschen, wo sie hingehören. Weil durch diese hohe Erhitzung ist natürlich klar, will die Feuchtigkeit verdampfen. Also bis das Fleisch, ich sag da immer zu, bis sich das Fleisch wieder beruhigt hat. Keine Ahnung, wie das in der Kochsprache heißt. Ja. Et voilà. Oh, das riecht auf jeden Fall mega geil. Ich nehme schon auf, Mann. Ja, dann hoffe ich mal, dass es auch
mega geil schmeckt. Von Farbe, jetzt gucke ich dir hier aufs Essen. Perfekte Farbe, ja. Ist noch leicht rosa, perfekt. Probieren wir doch mal. Ja. Und das ohne Thermometer, ja. Und? Ich hab Hunger. Mega geil. Und du hast so von deinem anderen Steak eben geredet. Bin ich mal gespannt, ob ich es schaffe, besser zu sein als das Steakhouse. Ja, doch, ist besser. Ja? Juhu! Das freut mich. Stück für Stück. Und? Wie schmeckt's? Hat voll was. Hast du auch noch nicht gegessen, so, ne? Mhm. Das ist cool. Ja. Ja, ich hoffe, das spornt die Leute da draußen an. Du, ja. Auch mal sowas zu kochen für die Leute, die man über alles liebt. Sieht aus, dass dann kommt kein Oh jetzt? Einmal so ein Oh. Ja! Oh. Also geht fit für eine Mark. Für 2 Mark. Oh. Mhm. Was soll ich sagen? Du musst gar nichts sagen, ess. So, jetzt kommt mein Fleisch. Als letztes und was ich vergessen habe zu erwähnen. Ihr müsst natürlich hoch erhitzbares Öl nehmen. Jetzt kein Olivenöl oder sowas. Darum nehme ich mein Ghee, weil damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ihr könnt natürlich auch Rapsöl nehmen oder halt ganz spezielle Öle. Ist eigentlich egal. Hauptsache, es steht drauf, hoch erhitzbares Öl. Ja. Das ist wichtig. Oh Mensch, ich freue mich. Endlich kann ich gleich essen. Und meins brennt mir an. Oh, reicht schon. Ja, ich habe ein bisschen Chili noch hier auf die eine Seite gemacht. Ich probiere es natürlich ohne Chili erst. Oh mein Gott. Das ist sehr gut. Schön saftig. Schön weich. Wenn man es nicht gegessen hat, kann man es nicht erklären. Mm. Boah, das ist richtig gut. Mm. Habe ich gut gemacht. Jetzt lobe ich mich selbst hier. Ich muss jetzt einmal ein Stückchen mit Chili probieren. Das ist ganz wichtig. Schärfe passt da perfekt zu. Das ist schön weich. Innen drin ist schön rosa. Und schön scharf. Vor allem die Chili macht ja den Geschmack nicht kaputt. Guckt euch das an hier, diesen fetten Speck hier. Ganz zart. Mm. Das war. Dann diese Folge. Viel Spaß beim Nachkochen. Das ist ein einfaches Gericht. Hm. Ja, nutzt die Sonne. Wir haben mal.